Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so eine Schallschutzleiste für die Dusche richtig anbringen und somit natürlich auch montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei unserer relativ großen Dusche haben wir trotzdem immer mal wieder beim Duschen das Problem, dass da relativ viel Wasser hier vorne zu unseren Fliesen drüber kommt. Das Ganze möchten wir jetzt mal mit so einer Schallschutzleiste hier vorne unterbinden. Hierfür müssen wir unsere Acryl-Halbrundstab-Leiste zuerst einmal richtig hersägen und entweder ich halte mir das Ganze wie in meinem Fall einfach mal hinten an die Fliesen und kann hier vorne jetzt eine Markierung machen. Da muss natürlich dann alles auch relativ gerade sein. Oder ich nehme natürlich auch einfach einen Meterstab zur Hand, kann mir erst einmal von hier das Ganze reinmessen und anschließend auch von dieser Seite. Zum Herschneiden verwende ich eine ganz normale Säge und gebe meinen Stab aber auch in eine Gärungslade, damit natürlich mein Schnitt schön im 90 Grad Winkel ist. Und wenn die Kante wie bei mir hier auf der Unterseite etwas schräg ausschaut, dann am besten eine einfache Feile zur Hand nehmen und das Ganze natürlich auch noch dementsprechend entgraten. Bevor wir den Stab jetzt hineinkleben, sollten wir das Ganze natürlich nochmal überprüfen, ob es passt. Bei mir schaut es relativ gut aus und da ich aber auf der rechten und auch auf der linken Seite schon Silikon am Rand habe, muss ich das Ganze hier natürlich auch nochmal etwas entfernen. Ich habe mich übrigens dafür entschieden, dass ich circa einen Zentimeter von den Fliesen hier nach innen einen Abstand lasse und so werde ich das Ganze hier außerdem beim Silikon auch ausschneiden. Unsere Leiste passt super hinein und dank dem hergeschnittenen Silikon hier hinten habe ich jetzt auch gleich noch eine kleine Markierung, dass natürlich mein Abstand später beim Kleben gleichmäßig ist. Wenn was, müsste ich das Ganze einfach mal noch leicht mit einem Bleistift zum Beispiel auf die Duschtasse hier drauf zeichnen. Und jetzt geht es mal darum, dass wir auf jeden Fall hier die Duschtasse und vor allem auch die Rückseite von unserem Acrylstab einmal ordentlich staub und vor allem auch fettfrei reinigen, dass natürlich das Ganze danach auch bombenfest hält. Ich mache das Ganze am liebsten übrigens mit Isopropanol. Zum Kleben verwende ich spezielles glasklares Silikon. Das hat einfach den Vorteil im Gegensatz zum Transparenten, dass man es natürlich noch einmal weniger am Ende auf unserem Acryl hier oben drauf sieht. Kostet natürlich auch dementsprechend etwas mehr. Und jetzt geht es darum, dass ich einfach mal hier in der Mitte eine relativ kleine Wulst schön gleichmäßig auftragen werde. Und danach klebe ich das Ganze auch schon an meiner Duschwanne fest. Zum Schluss drücke ich natürlich die Leiste überall wirklich einmal ordentlich fest, kann das Ganze jetzt übrigens auch noch ganz leicht nachkorrigieren. Jetzt geht es einfach mal darum, dass wir am besten irgendwelche Gewichte, wie zum Beispiel Wasserflaschen oder wie hier von ganz einfachen Hanteln hier drauflegen, dass natürlich das Ganze jetzt auch ordentlich festkleben kann. Und ich würde es einfach mal für circa 24 Stunden noch komplett durchtrocknen lassen und dann sollten wir wirklich wieder ohne Probleme duschen können. Und somit haben wir jetzt auch schon so eine Schwallschutzleiste richtig angebracht. Wenn du dir für zu Hause übrigens jetzt auch so eine Schwallschutzleiste in verschiedensten Varianten, eine Gärungslade mit Säge, glasklares Silikon oder natürlich auch Isopropanol zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.